Hi, und ich war heute im Lego Store. Und da haben sie mir neben einer großen Tüte auch dieses Ding hier in die Hand gedrückt. Und ich fand das tatsächlich noch spannender als diese gesamte Tüte. Deswegen nehmen wir die jetzt einfach mal zur Seite. Da kommen wir später nochmal zu. Aber das hier ist das Thema, worum es heute gehen soll. Hier haben wir nämlich eine neue Aktion von Lego, beziehungsweise ganz so neu ist sie nicht, ein bisschen Backstory dazu. Die gab es nämlich letztes Jahr auch schon und ich glaube das Jahr davor auch, da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall wird die anscheinend weitergeführt und ich bin sehr froh darüber. Es ist nämlich eine ganz, ganz tolle Aktion. Diese Kampagne läuft wie vieles andere auch unter dem Namen Rebuild the World und hier vorne steht einfach nur drauf, baue einen Stern, mach einen Unterschied. Und hier drin sind quasi vier oder fünf, ich weiß es gar nicht, Weihnachtsbaumanhänger oder irgendetwas anderes, was man eben dann verschicken kann oder an jemanden geben kann, vielleicht an Geschenke ranpacken kann. Und das sind ganz niedliche Sachen und da drauf sind eben, ja, kleine Sterne zu sehen oder andere Bauwerke, die eben aussehen wie Sterne. Und die kann man dann eben verschenken, was man damit machen möchte, wie auch immer. Hier sind kleine Löcher drin, also man kann es irgendwo aufhängen. Ich nehme an, das sind einfache, normale Geschenkanhänger. Das Spannende sind aber in dem Fall nicht die Karten. Die Karten sind nett, wenn man sie mit dabei bekommt und man kann sie eben auch schön verschenken. Und ich finde die auch ganz niedlich, die kleinen Bauwerke hier drauf. Ist aber vor allem spannend, hier dieses Hashtag zu sehen. Dieser Hashtag, der ist nämlich heute das Interessante und der findet sich eben auf jedem dieser Karten wieder, nämlich dieses Hashtag BuildToGive. Und was das genau ist, das wird hier auf der Rückseite dieser Packung erklärt. Und zwar steht hier ganz einfach, jeder Stern zählt und baue in der Weihnachtszeit einen Stern und teile ihn mit dem Hashtag BuildToGive. Hilf uns dabei, 1,5 Millionen bedürftigen Kindern Freude am Lego-Spiel zu schenken. Und hier drüben ist es noch ein bisschen ausführlicher erklärt, nämlich im Rahmen der Weihnachtsaktion Hashtag BuildToGive 2021 spendet die Lego-Gruppe ein Lego-Set für jeden Stern aus Lego-Steinen, den du baust und in den sozialen Medien mit dem Hashtag BuildToGive teilst. Das heißt, wenn ihr einen Lego-Stern baut, egal welchen, sei es so etwas hier, sei es irgendetwas von denen, sei es sogar aus Lego-Duplo-Scheinen gebaut oder sowas Einfaches mit einer Würstchen als Mund oder einfach nur irgendwas aus Blättern zusammengeklatscht, das finde ich ultra kreativ, by the way, könnt ihr das Ganze auf Social Media teilen, einfach nur ein Bild davon machen, auf Instagram teilen oder Facebook, auf Twitter oder was auch immer, einfach immer diesen Hashtag BuildToGive dazu packen und Lego spendet dann etwas an bedürftige Kinder. Und ich finde, das ist die absolut einfachste Variante, jemandem etwas Gutes zu tun. Und egal wer, jeder hat ein paar Lego-Steine zu Hause. Und wenn es eben nur so etwas ist, was man aus 5 bzw. 7 Steinen dann eben zusammenzimmert, das kann man machen und jeder hat ein Smartphone zu Hause. Mach ein Foto davon, teile das irgendwo, wo auch immer man online ist. Und Lego wird eben etwas dann dafür spenden. Und ich finde, das ist die einfachste und beste Methode, einfach etwas dafür zu tun, dass eben auch bedürftige Leute etwas bekommen und dann eben etwas zum Spielen bekommen. Zur Weihnachtszeit ist das eine tolle, tolle Sache und da möchte ich natürlich auch gerne mitmachen. Ihr seht unter diesem Video den Hashtag BuildToGive, habe ich natürlich auch unten in die Videobeschreibung gepackt. Das heißt, ich möchte natürlich heute auch einen Stern dabei haben, den ich bauen kann. Und dafür habe ich mir einfach mal das 2021er Lego Star Wars Set 75298 geholt. Das ist hier der AT-AT mit dem Towntown und ich hatte da eine ganz lustige Idee und die hoffe ich heute umsetzen zu können. Deswegen würde ich sagen, ich fange mal an zu bauen und schau mal, ob ich genau da draus einen kleinen Weihnachtsstern hinbekomme. Okay, es ist mir egal, was ihr sagt, aber ich bin voll stolz auf meinen kleinen AT-AT-Weihnachtsstern. Ja, er ist nicht super kreativ und ich habe jetzt auch nicht super viel Arbeit reingesteckt, aber er ist super niedlich geworden und ich bin voll stolz drauf. Ich freue mich riesig über das, was hier rausgekommen ist. Und ich weiß nicht, ich hatte einfach die Idee, dass der hat ja vier Füße und dann einen Kopf und das ergibt zusammen halt einfach so einen niedlichen Stern. Und der ist auch nicht besonders stabil, also Dinge werden abbrechen, also nach und nach. Ihr seht schon hier hinten die Konstruktion, die ist absolut von einem hochtalentierten Designer entstanden.
Aber es ist einfach ein Weihnachtsstern, es ist meiner und ich weiß, ich tue damit etwas Gutes und das ist eben was richtig, richtig Tolles. Also, falls Lego zufällig dieses Video sehen sollte, könnt ihr einmal kurz drunter kommentieren, das wäre voll cool. Ich würde mich riesig freuen. An euch natürlich jetzt auch nochmal der Appell, wenn ihr eben etwas Gutes tun wollt über die Weihnachtszeit, macht das gern. Ich weiß nicht, es steht hier, glaube ich, kein Enddatum drauf, aber ihr könnt auf jeden Fall eben etwas Gutes tun zur Weihnachtszeit. Ich denke mal, vor Weihnachten gilt das. Baut irgendeinen Stern, baut vielleicht einen Star Wars Stern auch, ladet das Ding auf Social Media hoch, sei es Instagram, Twitter, Facebook, ich nehme an, alles davon gilt und YouTube hoffe ich dann eben auch. Ladet das einfach hoch, wenn ihr Lust habt, verlinkt mich da auch gerne drin. Ich bin gespannt, eure coolen Lego-Sterne zu sehen. Und damit würde ich sagen, was ist hier mit diesem Video? Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwas Tolles erstellt habt oder wenn ihr euch darüber freut, über die Aktion oder dazu irgendwas zu sagen habt. Und ansonsten, danke fürs Zuschauen, habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.